Dynamo TV wird präsentiert von Feldschlösschen. Also ich hatte das Gefühl in der ersten Halbzeit, wir sind ganz gut im Spiel. Ich glaube richtig, hundertprozentige haben wir uns heute nicht so rausgespielt. Ihr müsst es... Stimmt, der Kopfball, genau. Ansonsten glaube ich, nachdem es dann in Unterzahl weitergeht, müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Aber ja klar, wer die Tabelle anguckt, weiß natürlich, dass wir heute gerne gewonnen hätten. Zu Hause wollen wir immer gewinnen, auswärts wollen wir gewinnen. Wir haben gewusst, dass es ein sehr, sehr enges Spiel werden kann. Ja, Bochum hat auswärts bis jetzt fast alle Spiele gewonnen. Und es war halt wichtig, da nicht in irgendwie offenes Messer zu laufen. Ich denke, dass die Qualität allgemein nicht so hoch war vom Spiel. Wenig passiert eigentlich im torgefährlichen Raum. Nichtsdestotrotz ist es halt gut und beeindruckend, wie die Mannschaft trotzdem dann in Unterzahl das Spiel dann kontrolliert, zumindest mit einem Punkt beendet hat. Und das ist gut und wichtig, und man darf halt auch in bestimmten Situationen nicht die Nerven verlieren, und das haben sie heute gezeigt. Ja, alles hat gefehlt. Es war nicht gut, der erste Halbzeit war nicht gut. Zu viele Fehlpässe, die Plan nicht respektiert, und das war nicht gut. Gar nichts war gut, und danach 20 Minuten in der zweiten Halbzeit war ein bisschen besser. Und danach so eine rote Karte zu geben, das ist der... Bin ich nicht verstehen. Naja, ich habe nur jetzt gehört hier von Leuten, die es zitiert haben, dass es halt eine harte Entscheidung war. Gesehen selber habe ich es noch nicht, und ist ja auf der anderen Seite. Ich habe Schiri nur gefragt, ob er es selber gesehen hat, und er meinte, er hat ihn abgeräumt, aber ich weiß nicht. Also ich bin zum Schiedsrichter hingegangen und habe ihm gesagt, ey, die gehen beide zum Kopfball. Bis dahin hatte Audia nicht einen Zweikampf, wo du sagen könntest, gefährliches Spiel oder irgendwas, dass der Schiedsrichter sich darüber hätte ärgern müssen. Ich glaube, dass es eine harte Entscheidung ist, aber ich habe es bis jetzt im Fernsehen noch nicht gesehen. Ja, können wir das sagen, wenn wir was Positives rausnehmen wollen, aber das ist nicht genug. Das ist nicht genug. Wir brauchten diese drei Punkte, das haben wir nicht gekriegt, und das ist schade vor den Urlaub. Ja. Na gut, wir knappern immer noch an dem Start, würde ich sagen. Ansonsten haben wir eine gute Anzahl an Punkten dann geholt. Ich denke, dass der Trend trotzdem positiv ist und in die richtige Richtung zeigt. Wir müssen bis zum Ende hochkonzentriert sein, ordentlich arbeiten, und dann sehen wir einfach, dass wir unser Ziel erreichen. Und da bin ich eigentlich optimistisch. Naja, erstmal bin ich froh, dass ich nochmal eine Halbzeit jetzt spielen durfte. Und wie gehe ich? Ich hätte natürlich gerne mehr gespielt. Die Verletzungen haben mir in den letzten zwei, drei Monaten einfach ein paar Knüppel zwischen die Beine geworfen, aber es hilft ja nichts. Es geht immer weiter, und ab dem ersten Trainingstag der Rückrunde, sage ich jetzt mal, geht es einfach wieder darum zu zeigen, dass man auf dem Platz will, und das werde ich versuchen.